kommt ein neuer Bürgermeister in Innsbruck. Was glauben Sie? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wir müssen die Stichwahlen abwarten. Ich denke schon, ja. Ja, glaube ich, bin überzeugt davon. Warum? Ja, es braucht einfach einen kleinen Umbruch in Innsbruck. Ein neuer Besen. Das soll ein bisschen kehren. Wäre ein neuer Bürgermeister für Innsbruck eine Bereicherung, glauben Sie, oder ist es besser, wenn man mit dem Alten weitermacht? Das ist jetzt eine gute Frage. Im Endeffekt sind sowieso alles die gleichen. Ob der Neue jetzt besser ist oder schlechter ist, das kann ich nicht sagen. Weil du weißt ja vom Neuen nachher eventuell noch nichts. Du musst ja den erst abwarten. Glauben Sie, dass der neue Bürgermeister das vielleicht besser machen könnte als der alte? Ich finde, dass es der alte nicht schlecht gemacht hat. Aber lass mich überraschen, halt, was herauskommt. Was hoffen Sie, dass der neue Bürgermeister besser macht als der alte? Ja, ich denke, er ist ein bisschen mehr zugänglich für die neuen Themen. Der alte Bürgermeister, der sagt wohl immer, dass er für alle da ist, aber den Eindruck habe ich nicht gewonnen. Persönlicher sein. Besser kann man viel machen. Ob alles besser wird, wissen wir nicht, aber man kann sehr viel besser machen. Vor allem für die Jugend und für Ältere auch. Und es gibt genug Baustellen. Sicher nicht einfach für den neuen Bürgermeister, aber schauen wir mal. Wenn es einen neuen gibt, kann es sein, dass der alte bleibt. Was sind die größten Baustellen in Innsbruck? Verkehr, Wohnungen, Kinder, Jugendbetreuung. Und für ältere Leute wird eh eigentlich viel dauern, aber genug weiß nie. Glauben Sie, dass eine gewisse Wahlverdrossenheit auch in Innsbruck jetzt schon da ist? Ja, die erste Wahl hat es nicht gezeigt. War auf jeden Fall die Wahlbeteiligung höher als das erste Mal. Wie es heute aussieht, ist die Frage. Wer wen mobilisieren kann, mal schauen. Glauben Sie, dass mit einer neuen Stadtregierung jetzt ein Frieden einkehrt in der Stadt? Auf alle Fälle, ja. Das denke ich schon. Also die Streitereien sind hoffentlich noch beendet. Das hoffe ich schwer. Ja. Was soll jetzt in Innsbruck ändern? Ja, einiges. Vom Verkehr und Grünflächen, also alles Mögliche. Es waren ja beide schon in der Regierung, in der Stadtregierung drinnen. Der eine als Bürgermeister, der andere als Vizebürgermeister. Das heißt, man kennt sie ja ein bisschen. Naja, was heißt, man kennt sie. Sie tun ja doch das, was sie wollen. Was wollen Sie? Meine Ruhe haben, Galling. Ganz ehrlich gesagt, meine Ruhe haben. Fertig, aus. Nicht mehr und nicht weniger.